Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Fendt Vario TMS an, beziehungsweise Fendt 900 Vario TMS in der Version 1.0 von den Modern Zisch oder Zischner 99. Ich hoffe, man spricht das so richtig aus. Und Fendt Favorite 510. Da haben wir noch ein paar mehr Leute mit dran gearbeitet. Das findet ihr alles dann auf unserer Homepage mit insgesamt aufgelistet. Der Modder selber schreibt zu seinem Mod, dass das hier die Version 1.0 ist, dass noch Fehler drin vorkommen können. Und zu den Grundfunktionen schreibt er alle Grundfunktionen vom LS19, 5 Motorvariationen, kompletter Radsatz, Indoor-Hubs, volle Beleuchtung, animierte Hydraulik, Warnsignale, Designkonfiguration, bewegliche Kabine, beweglicher Joystick, voll reale waschbare Texturen. Gut, ihr findet das Ganze unter der Kategorie Großtraktor und dann dementsprechend hinten bei Mods. So, Standard haben wir hier den Fendt Vario 916. Der kommt für 85.000 Euro oder 4.335 Euro im Leasing-Aufwärts zu. Hat 180 PS, 218 Liter Diesel, 53 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. So, konfigurieren können wir Reifenhersteller, Reifenvariante, Design und Motorausführung. Standardgemäß Trelleborg mit Standardreifen. Da gibt es einmal noch Zwillingsbereifung hinten und das war's. Dann gibt es bei Michelin nur die Standardreifen und bei Mitas ebenfalls die Standardreifen. Design Standard. Dann haben wir hier Warnschilder. Also zack und zack. Ne, hinten, links, rechts sieht man. Und das war's. Und in der Motorausführung haben wir natürlich einmal den 916, den 920 mit 210 PS, steht dann dementsprechend hier, den 924 mit 240 PS, den 926 mit 270 PS und den 930 mit 300 PS, jeweils für 2, 5 und 10.500 sowie 13.500 Euro. Aufschlag. So, wir werden mal direkt hier im Vergleich auch noch den 930er kaufen, denn es ist ja standardgemäß im Spiel, gibt es ja auch in Fendt 900 Vario. Das ist nämlich dieser hier, der ist aber standardgemäß 930 Vario. Einfach wegen den Sound, aber dazu kommen wir später. Mir ist durchaus bewusst, dass die TMS und so, ne, dass das alles ein bisschen anders ist. So, gucken wir uns das Ganze hier mal in-game an. Da haben wir hier Vario TMS Fendt 916. Das kann man auch wunderbar erkennen, gar kein Problem. Die Texturen an sich selber passen hier soweit auch. Wenn man das hier so sieht, Materialsystem, sprich, ne, vom LS19 so reflektiert, alles passt. Felgen, Reifen, jo, gefallen mir auch, wüsste ich jetzt nicht, was ich daran aussetzen sollte. Hinten Lichtanlage, kommen wir dann zu einer Funktion. Hier hinten im Heck, jo, passt soweit auch alles. Eine Frage an euch Profis, was ist das? Also das da. Das hat mich ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich gesagt gestehen, aber okay. Hier hinten 50 km/h Aufkleber drauf, passt soweit auch. Jo. Gucken wir uns das Ganze mal hier inne an. Und auch da muss man sagen, jo, hat und Co, das sieht wirklich schnieke aus. Der Stuhl hat ein paar Pixelfehler oder ein paar Pixelfragmente drin, eher gesagt, aber auch noch verkraftbar, sage ich mal. Oben Decke hier, boah, Dach passt soweit eigentlich alles auch. Gibt es nicht viel dran auszusetzen. Ja, bei den Vario TMS 930, ne, die sehen innen dementsprechend alle gleich aus. Ist ja ganz, ganz klassisch. Und mal hier als Vergleich zu den standardgemäßen 930er, der im Spiel ist. Ja, sieht das Ganze so aus. Und ansonsten sieht es eben so aus. So, machen wir mal Soundcheck von den 916. Dann mal hier von den 930. Und das jetzt mal im Vergleich zu dem, der im Spiel direkt drin ist. Merkt man halt, ist eine andere, ist was anderes dementsprechend. Ich sage jetzt nicht, das ist jetzt nicht der Originalsound, bitte jetzt nicht falsch verstehen, ne? Mir ist der Unterschied zwischen denen schon bekannt. So, fahren wir mal ein bisschen. Und ich muss schon sagen, ja, hat auf jeden Fall einen schönen Sound. Ich finde ihn angenehm. Thema Funktion, ihr seht drinnen Armaturen, die sind da, funktionieren auch. Da haben wir unten einmal die Umdrehung und oben die kmh-Anzeige. Das müsste man jetzt natürlich einmal auch wieder freischalten, dass man das Ganze hier auch sieht. Ja, das passt sich auch so an. Da gibt es keine Differenz. Wir fahren 53, wir fahren 53.
Das passt alles. Blinkern. Wir haben diese schöne Gepiepe, was man ja aus den, aus den Johnnies kennen. Das ist alles da, selbst wenn wir vor- und rückwärts fahren, ihr seht, die Pfeile leuchten da dementsprechend auch auf. Blinker funktionieren hinten, vorne funktionieren sie auch. Werden hier leider im HUD aktuell noch nicht angezeigt, weiß nicht, ob das noch geplant ist. Wenn wir dann einmal hier in die Nacht reingehen, sehen wir aber schon, wenn wir nicht gerade unterm Licht stehen würden, dass wir hier auch die Armaturen und Co. alles beleuchtet haben. Was ja schnieke ist, mir fehlt zwar hier irgendwie die Lichtquelle, also woher das kommt. Aber an sich okay. Ansonsten einmal F-klicken, geht vorne normale Fahrtlicht an. Das wird auch hier im Hub angezeigt. Ne? Seht ihr, dass das da angeht. Aber einmal das normale Fahrtlicht, zweimal das hintere Arbeitslicht, dreimal das vordere Arbeitslicht. Kann man auch mit Lampad 5 und Lampad 6 wieder separater zuschalten. Ne? Man kennt es ja. Ansonsten Rundumleuchten sind mit verbaut. Die reflektieren auch. Gibt es auch da nichts dran zu meckern. Thema Lok, der ist in meinen Augen sauber. Da habe ich ebenfalls nichts gefunden, was wettbewegend ist. Ja, und ansonsten gibt es dazu auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Fendt. Das Mannequin hier, ne, gibt auch Gas mit dem Joystick, wie es der Modder geschrieben hat. Geht auch auf der Bremse. Wie gesagt, das im Endeffekt das LS19 Standardreservoir. Ich habe nichts dran auszusetzen. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung. Ich würde mir, wie gesagt, allgemeiner wünschen, dass, mit den, dass man das in den Armaturen drin noch alles so hat, mit den Blinkern und Co. Aber ansonsten passt. Passt, passt. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen, Däumchen da lassen nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss.